Willkommen zurück zu Henry Stickmin Collection. Heute geht's um Stealing the Diamond. Das ist nämlich Episode 2, denn in der letzten Folge haben wir Episode 1 gemacht. Und zurück mal zu Episode 2. Gab es dann dieses eine Achievement hier, Lore Bro Reference, LMAO. Da habe ich erstmal nicht verstanden, worum es geht. Und die Erklärung ist einfach, dass es im Brawl manchmal so sein kann, wenn man nach links und rechts sich dreht, dass man einfach so hinfällt. Und das war halt einfach hier die Reference. Hoffentlich muss ich nicht in jeder einzelnen Folge zurückgehen zu den jeweiligen Episoden und dann sagen, was das für ein Achievement zu bedeuten hat. Auf jeden Fall geht es heute um Stealing the Diamond. Und ich kann euch sagen, das ist der Teil, den ich persönlich am meisten gespielt habe, neben Escaping the Prison. Und ich glaube, viele von euch kennen Henry Stickmin auch nur wegen Stealing the Diamond. Wann kam das raus? Ich glaube 2010, 11, 12, 13, irgendwie so um die Dreh. Und ja, jetzt sehen wir das alles in HD. Let's go. As the mayor, I hereby declare the Tunisian archaeological exhibit open. Yes, thank you. Yes. Okay. Da ist nun das Tunisian Archaeological Exhibit und da können wir entweder reinsneaken, ganz langsam, oder wir gehen da ganz laut rein mit einem großen Knall. Aber ich würde sagen, ich mache ein bisschen mehr realistisch und wir sneaken rein. Okay, geiler Sound. Wir können entweder nach oben oder nach links. Okay, was haben wir? Wir haben Jumble Hoppers. Anti-Gravity Cap, ja, okay, ob die funktionieren? Teleporter, ja, die werden alle drei. Na gut, das könnte ich mir vorstellen, aber die beiden, Shrink Ray. Sollen wir uns wirklich verkleinern lassen? Ich meine, das ist trotzdem eine große Wand. Eine Pick? Oder eine Liquidificator, alles klar. Tatsächlich würde ich eher hier durchgehen. Was soll mir die Pick? Ach so, Minecraft-Reference. Nein! Weil wir leben noch. Hat's geklappt? There's something in that cake and used it to escape. And then I got fired. Pretty lame, huh? Yeah, I don't really like this. Please, shut up. Okay, was nehmen wir? Gun, Plane, Bomb. Warte, wir können zuhören. Oh oh! This conversation can't be that interesting! Okay, so, ich habe es jetzt wieder ausgemacht. Ich weiß nicht, ob ich die behalten will, weil die sind schon ein bisschen groß. Okay, könnte Knarre nehmen? Ein Flugzeugmodell oder eine Bombe? Ja, keine Ahnung. Ja, das werdet ihr doch merken, wenn ich hier das nehme und die Bombe. Nimm die Plane! Autsch. Das hat geklappt. Krass. Hä? Was? Nach oben und nach links, okay. Müssen das timen. Ja gut, ich glaube nicht, dass wir einfach durch an den vorbeirennen können. Ich gehe lieber nach links. Naruto Run! Yay! Oh. Geile Soundeffekte. Aber ich möchte mal kurz über den Background reden. Der ist ja mega geil. Der ist ja mega cool. Hier einfach, And you gotta help us vom Hotel Mario. Hier Super Mario 64, Banjo-Kazooie, Ocarina of Time, Wind Waker, weiß ich nicht, und hier eine Blue Shells. Echt cool. Könnt einfach eine Crowbar nehmen von Half-Life. Ein Alien aus Metroid. Ein Pokéball. Oder ein Superpilz.
Ich nehme den Pokéball, weil ich mag Pokémon am meisten. Wenn, falls ihr das nicht wusstet, dann willkommen auf meinem Kanal. Night Guard, Tim and Joe would like to battle. Night Guard, Tim and Joe, send out Joe. Go missing. Okay. Nein, das wird zu viel, ich glaube, mein Spiel ist abgestürzt. Falls ihr wollt, könnt ihr das gerne hier translaten und mir dann in den Kommentaren schreiben, was das bedeutet, weil ich habe jetzt keinen Bock, das alles einzutippen. Vielleicht mache ich es irgendwann mal, wenn mir langweilig ist. Okay, das finde ich aber cool, wie das hier alles kaputt ist. Das finde ich cool. Okay, warte, was gibt's denn hier für Achievements? Okay, es gibt zwei Seiten Achievements, wow. Okay, es gibt drei Endings. Zwei, ja gut, das ist halt easy, ne? Das ist ja sowieso 100%. Und dann gibt's noch vier weitere. Okay, tu ich mir als letztes an, wie ihr wisst. Ja, Retry würde ich sagen. Okay, Good Ball ist kein Good Ball. Ist eher so ein Bad Ball. Crowbar oder Mushroom? Den will ich eigentlich nicht nehmen. Irgendwie Crowbar oder Mushroom. Nehmen wir mal Crowbar. Oh nein, Headcrabs! Von wo kommen die denn? Scheiße. Ich hasse es, wenn das passiert. Man, I hate it when that happens. Oh oh. Habe ich wohl predicted. Ja, ich kenne das Spiel noch zu gut. Wie gesagt, das ist das Spiel, was ich am meisten gespielt habe von den Henry Stickmin Games. Das nächste kann ich euch aber sagen, nächste Folge, das nächste Spiel habe ich gar nicht gespielt, glaube ich. Ja, nehmen wir mal den Pilz. Oh yeah! Das war ein Gigapilz aus Mario Bros. DS. Warte, ist das für... Oh, kaputt gemacht. Oh, doch nicht. Warte, ist das... Diese Dinosaurier jetzt für uns oder gegen uns? Dieser fliegende Dinosaurier. Ich weiß nicht, wie die Namen... Ich kenne mich nicht aus. Somewhere in the Southwest. Center of Chaos Containment. Aber anscheinend hilft er uns. Okay. Sir? You might want to come look at this. I'm getting chaos readings at 10.6. It's coming from the museum. My God. It's over 9. I'm leaving this decision up to you, Corporal. Just hit one of those buttons to deal with this pressing situation. Who's watching TV? Get back to work! Wow. Okay, jetzt können wir... Oh, lol! Lol, er ist einfach meine Maus! Er kontrolliert einfach meine Maus. Oder ich bin halt die Maus, ich kontrolliere ihn. Okay, wir haben vier Buttons hier. Haben einmal so einen Strich mit zwei Punkten und eine Null. Ach so, das ist get... Das ist geteilt durch nur, jetzt sehe ich es auch. Nuklearbombe. Irgendein Zahnrad? Unser Satellit. Okay. Wenn Chaos ist, ne? Satellit. I'm a fire in my laser. I couldn't resist. Ja, ich auch nicht. Ich will's doch mal sehen. Och man, warum finde ich das so lustig? Okay, das funktioniert anscheinend nicht. Dann, was macht das hier? Ich will wissen, was das macht. Okay. Oh, ein Taschenrechner. 1337. Durch Null? Nein, nicht durch Null! Nein! Was hast du gemacht? You doomed us all! Sorry, I was in the bathroom. What did I miss? Where's everyone? Weiß nicht, wo alle sind. Irgendwie alles kaputt. Komm, Nuklearbombe! The bomb has been planted. RIP. Muss man einen Dab machen. Ja, fail, ne? Don't feel too bad. He probably camped for the 25 kills he needed to get that nuke. Okay, ist eine Reference an ein Spiel, was ich vielleicht nicht wirklich so oft gespielt habe. Aber sonst kann ich nichts drücken. Nichts Secret oder so. Hier, zack, zack.
zack, und dann zack, und dann kommt hier so ein Secret Button. Nein, schade. Okay, dann bleibt uns noch das hier übrig. Das Zahnrad. Ganz gleich. Und vor allem so draufgeslammt. Wow. Wow, was? Ein Chaos-Roboter? Warum macht er das kaputt? Der Diamond! Und der Exit. Was soll man tun? Fliehen, oder? Ja, lieber fliehen. Verdammt, wir haben den Diamanten nicht gekriegt. Aber dafür haben wir das alles zerstört. Alle sterben dort jetzt. Boah, was war das denn? Eine Bombe oder so? Lieber schnell weg hier, bevor er uns auch noch killt. Warum ist er so riesig dort hinten? Vorhin war er doch so mini. Ist aber gewachsen. Schade. Hä? Dankeschön! Oh yeah, just plain epic! Oh yeah, wenn das nicht episch war, Leute, dann weiß ich auch nicht. Lasst ein Like und ein Abo da, aber noch sind wir nicht fertig. Hier ist nämlich unser Blueprint, unsere Pläne. Uns fehlt hier was. Ah, Alien wahrscheinlich auch falsch. Looks like they don't take kindly to orders. Ja, das dachte ich mir auch schon. So, wenn wir hier nach oben gehen. Ja. Macht er nichts? Doch. Hm, must be a light sleeper. Tja. Oh nein, nicht auf Retry. Ups. Ne, komm, lass dich nochmal treffen von ihm. Dann kommen wir zurück zur Map. Okay. Hier fehlen uns noch ein paar Sachen. Okay. Die Gun! Quick, pretend you were joking! Good one, right guys? bisher mein Lieblingsmoment im ganzen Spiel. Vor allem dieses Gesicht. Quick, pretend you were joking, ja, bester Joke ever, Alter. Okay, gab's noch was, Bombe. Well, that escalated quickly. Why would they keep live bombs in dem Museum? Tja, keine Ahnung. Gut. Okay, nach links könnten wir auch durch, dann kriegen wir das Just Plain Epic Achievement. Aber was passiert, wenn wir nach oben gehen? Jumble Hoppers! Oh. Oh nein. 2 points reduced. Okay. Sweet Flip, Bro! Dankeschön. Aber das war anscheinend nicht richtig. Okay. Oh Gott. Soll ich dem trauen? Komm, ich traue ihm mal. Vielleicht ist es ja doch richtig. Vielleicht. Oder? Nee, ich wusste es. Ich wusste es! You're lucky! I've always wanted to go to space. Ja, super. Okay. Teleporter! Enttäusch mich nicht! Ach, warte, bevor wir das machen mit dem Teleporter. Weil der wird wahrscheinlich jetzt richtig sein, oder? Kann man damit nach oben? Machen wir noch Shrink Ray und Liquidificator nochmal vorher. Liquidificator, hab ich Bock drauf. Liquidificator, turn yourself into a liquid and bend your molecules around or through any object. 10 out of 10, it's fantastically easy to use. Gadget Gabe. Gabe approved. Episch. What did you think was going to happen? Ja, actually weiß ich nicht. Okay, machen wir uns kleiner. Oh Leute, das ist sogar ein Schlitz, da können wir durch. Oh nein, nicht der Wurm! Nein! Man, Worms are so much more vicious up close. Ja, dann wird der Teleporter richtig sein. Aber ich traue ihm nicht. Wann ist der Teleporter denn immer richtig? Dieses Mal anscheinend. Wow, der funktioniert, Leute! Was? Episode 2, der Teleporter funktioniert. Okay, was haben wir? Wir haben einen Penny, einen Tranquilizer. Ich glaube, das war irgendwie so eine Betäubungspistole, ne? Fucking Punch! Und eine Invisibility Pill. Alter, Leute, es tut mir leid, ich muss. Falcon Punch! Only one man is capable of that punch. Ja, gut, war klar, dass es funktioniert, aber. Ich wusste es machen. Okay. Dann,
Den Tranquilizer! Ach, war ja klar. Oh. What? Wow! What are the odds of that? Ja, das dachte ich mir auch gerade. Manchmal sind es die einfachen Dinge. Komm, wir versuchen es. Ah, oh, look, a penny. Wie schnell ist der? Oh, look, a penny. Aber ich will noch mal ganz kurz sehen, was er sagt, wenn ich Invisibility Pill mache. Funktioniert sogar. What happened? I lost track of you. Lol. Alles klar. Okay. Wir können runterdroppen. Wir können mit einem Haken runter. Oder wir nehmen die Portal Gun. Oh oh. Oh nein. Nein. Oh, I'm surprised you weren't able to get down there with that amazing portal technology. It's pretty strange how those portal guns work. I mean, it combines the top scientific processes of our time. Warte, bevor ich weiterlese. Der schreibt hier Portal Gun rein. Aber wenn man es auswählt, dann heißt es nicht Portal Gun, okay. The Portal Gun contains a flux quantum generator which propels energy blasts with energy values of 4.23 gigawatt with an average speed of approximately 25 milliseconds, irgendwie sowas. This speed is the most optimal because it allows the energy to be conserved while still maintaining a speed that is appropriate. The eternal plastic casing on the portal gun is constructed of a high polymer fireproof carbon fiber, okay. This prevents the intense energy of the portal gun from burning the hands of the user. Oh Gott, ich check das alles nicht, aber ich versuch's langsam vorzulesen, damit ich so wenig Fehler mache wie möglich. The intense energy causes intense heat. Oh, by the way, if you want an achievement, click here. Here? Too long didn't read. Ain't got no time for that. I've heard that scientists still do not know what happens if two portals are placed on top of another. The last time there was attempted, well, I'm sure you heard about that one in the news. Stimmt, es gab ja so ein Video auf YouTube, wo jemand so eine Custom Map erstellt hat. Oben und unten waren so, wie sagt man's? Unten war eine Portal, war ein Portal, oben war ein Portal. Und dann hat er einfach die Wände zusammenklatschen lassen und er war mehr dessen mittendrin. Und dann stand er einfach in den Portals drinne. In der anderen Dimension. Ja, sorry, dass das halt so lange gedauert hat, aber ich musste das einfach zeigen. Es tut mir leid. Okay. Ja, ich glaube nicht, dass runterdroppen was bringt, weil es sieht schon ziemlich hoch aus. Versuchen wir die Wire. Oh, nice, hat geklappt. Okay, den Lasercutter oder den Hammer? Okay, ich habe Angst wegen dem Lasercutter, weil der hört sich schon sehr laut an. Und... ja, okay, der Hammer hört sich lauter an, aber... irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass der Hammer richtig war. Ich nehme mal den Hammer. Ja, er war richtig. Oh, cooles Bild da im Hintergrund. Mit dem... oh, das SpongeBob! Was ich vorhin meinte mit dem Bild, das ist doch so eine Anspielung an die, ja, wie heißt das? Das sind so diese, das sind auch so diese Screensaver von damals, ne? Das war so ein Screensaver, ne? Glaube schon. Okay, was haben wir? Eine Kanone, dann eine Planke und wir haben Käse! Werf den Käse! Why? Seriously? Wenn du mir die Optionen gibst, ich dachte, du wirfst den Käse. Ah, dann nimm die... ja, Kanone wird, glaube ich, nicht so viel bringen. Nehmen wir die Planke. And after that, they just up and arrested him. Whoa, really? Yeah. Okay, es hat geklappt. Nice. Okay. Snap Neck, Diamond. Kling, kling, kling. Rifle. Wo haben wir eine Rifle? Okay. Oder Jump. Ja, ja genau, wir springen einfach mit dem Diamant runter. Ja komm, wenn du den Rifle hast, dann nimm sie. Let's go! Achso, er klaut sie. Man, those first person shooters make it look so easy. Wow.
Ja, dann, ja, nimm den Diamond. Oh yeah! Oh, wow. Ups, war ich das? Oh yeah! Rank! Unseen Burglar! Woo! Wir sind reich! Yeah! Das hätte mein erstes Ending sein sollen, merke ich gerade. Weil das war das erste, was ich bekommen habe in diesem Let's Play. Naja, das war so ein, wie sagt man? Naja, es ist auf jeden Fall nicht so ein Ending, was man als erstes haben sollte. Genauso wie bei Episode 1, das Lawyer Up Ending. Ich finde, das ist auch so ein Ending, das sollte man als erstes machen. Ja gut, dann, was haben wir noch übrig? Oh, das finde ich cool. Hier geht es nur noch geradeaus, hier geht es nur noch links. Wahrscheinlich geht das dritte Ending dann nur so nach rechts, oder? Okay, was hätten wir hier noch machen können? Snap Neck. Was? I told you, man. I told you about stairs. Bump. Okay. Hoffentlich ist nicht wieder eine Anspielung, die ich jetzt wieder nachschauen muss. Jump. Dun, 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 dun. Dun. Oh. I'm surprised you made it that far with that heavy diamond. Ja, ist echt so. Okay. Okay, dann versuchen wir mal die Kanone. Oh oh, nein, 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 nein! Ups. Und da das Bild meine ich hier. You almost saved it! Almost. Tja, schade. Dann, versuchen wir den Lasercutter. Vielleicht gibt es hier ja zwei ab. Ja, zwei verschiedene Wege. Wir werden sehen! Aua. You get cut! Why you no bleed? Was steht da unten? Answer, the laser cauterized it. Okay. Ich muss jetzt wirklich meinen Kopf dafür drehen. Interessant. Okay, dann fallen wir mal runter. Ja, genau das habe ich mir gedacht. Did you really think that was going to work? Ja. Okay. Wir haben alles bei Sneak In. Deshalb Boston! Oh oh, die sehen uns schon. Ram! Fuck, zu spät. Ich hab's sogar gedrückt. Wow, you're off to a great start. Ja, wenn man das als erst genommen hat. Kick, Ram, Jump, Ram. Nice. Whoa. We got a breach headed towards the medieval section. Roger that. We're preparing to engage. Over. Okay, okay, okay. Lance, shield. Good thing the janitors just got done buffing the floors. Could you imagine all the germs would be running in right now if they hadn't? Ooh. Shield! Shield! Ich hab geklickt. Hä? Moment, nochmal. Ich hab geklickt. Jetzt, okay. Wow, wir kommen sogar durch! Gott, ich bin zu gut. Ich kann mich zu gut anders ändern. Okay, Basket! Bestimmt wird das klappen! Ah, oh, Torque. Oder Torque? Keine Ahnung. I bet you wish you paid more attention in physics class now, huh? Okay, dann, Toy Cable! Ja, einfach mitnehmen. After that, they just up and arrested him. Whoa, really? Yeah, that's when I decided I should probably get a different job. I figured night guarding is much less dangerous than driving a... Crap. Oh. Okay, okay, Scheiße, wir haben zwei Sterne! Wow, ich habe echt gar keine Zeit für irgendwas. I can see all those hours of playing video games have really sharpened your reflexes. Oh, wait. Okay, was hatten wir? Wir haben irgendwie Ast und einen Stein, ne? Ast, Stein, Ast, Stein, Ast! Keine Ahnung! Didn't really think that one through, did ya? Ja, du gibst mir keine Zeit! Okay, Stein. Der war hier irgendwo. Stein, Stein, Stein! Drei Sterne, nein!
Oh. Nicht Sniper aus Team Fortress. Nein! Nein! Sticky Grenade! I always wondered how those things work. Ja gut, die sind sticky, ne? Ich will mich mal treffen lassen. Wave goodbye to your head, Waker. Oh nein, er sagt nicht mal die originalen Lines. Normalerweise ist hier die originale Line von Team Fortress. Boom, Hatcher. Das ist auch eigentlich eine normale Line von Team Fortress. Leute, spielt alle Team Fortress. Okay, okay, dann Bubble. Sprachen lernen. Bubble. Yes, wir haben es geschafft. Oder? Ja. Okay, er kommt nicht mehr durch. Okay. Oh nein. Die Brücke endet hier. Scheiße. Sir. Okay, was kann ich machen? Drive, Diamond, Bribe. Bribe? Bribery is a federal offense, sir. Oh, ich schieß einfach ab. Strange, that usually works. Okay, Drive macht keinen Sinn. Diamond! Oh oh. War das eine dumme Idee? Sind wir tot? Wir leben! Aber ist der Diamant weg, oder? Wow! Yeah! Intruder on a scooter! Oh, geile Musik! Der ist voll ab! Yeah! Okay, das war epic! Okay, fahr einfach! Ja, was hast du erwartet? I don't think you're going to get very far that way. Ja, okay, machen wir mal nix. Ja, hinhoch! Leave me no choice, sir. Was? Ich hab meine Hände in die Luft gehalten! Dude, do something! Okay, kann man nicht. Schade. Okay. Hier einfach nichts machen. Come on, you don't have the time to just stand around. Tja. Dann hier, wir hatten noch zwei weitere Optionen. Lanze! Oh! Oh. Jousting. It's harder than it looks. Okay, was hatten wir noch? Wir hatten hier irgendwas. Flail. Well, stop hanging around and do something! Get it? Okay, stop. Okay, zwei haben wir noch. Hier! Kick! Ja gut, ne? Well, you got one of the guards. Dann jump einfach! Aua. Jumping. Oh! Failster Piece! So, und sehe ich mal nochmal. Nice! Jumping off a speeding vehicle may not be the best idea. Ja, das stimmt wohl. Und damit haben wir Stealing the Diamond durchgespielt. Doch, ihr könnt jetzt gerne abschalten. Doch, ich werde jetzt erstmal noch die 100% handeln. Und zwar gibt es hier noch drei Achievements: die Bio sammeln. D6, lose 6 Points. Okay, keine Ahnung. Und Connoisseur, I must own this art. Okay, ich weiß nicht, was er meint mit dem Achievement. Guck ich gleich nach. Hier gibt's noch die ganzen Bios. Fangen wir an mit Henry. Henry Stickman. Life has been rough after breaking out of prison. Time to make some quick cash by stealing the Tunisian diamond. Und hier gibt's zwei Seiten. Warte, gibt's hier weniger? Oh Leute, hier gibt's ja weniger. Hier gibt's weniger als in Escape the Prison. Okay, ja, dann wird es doch einfacher, oder? Schauen wir mal. Okay. Wie kriegen wir alles? Wir brauchen das hier. Das heißt, wir machen einfach Sneak-In. Ich vermute einfach mal Jumble Hoppers zweimal einsetzen. Wir haben ja schon minus 2 Punkte und vielleicht einfach zweimal das gleiche machen. Das ist das Einzige, was mir jetzt einfallen würde. So, keine Ahnung. So. Und dann einfach nochmal das gleiche. Hoffentlich ist das jetzt nicht dumm. Dann schneide ich das raus. Okay, warte, einmal möchte ich es nochmal versuchen. Vielleicht hat das vorhin gelöscht, meine 2 Punkte. Okay, machen wir nochmal. Doch, es hat geklappt. Lose 6 Points, like a D6. Nice, dann haben wir alles. Außer die Bios. Und was da ist, das gucke ich dann im Nachhinein nach. Aber es ist ein... Ja gut, ne? Okay. Ja gut, sammeln wir alle Bios. Wo kriegen wir alle am schnellsten? Wo gibt's Leute? Hier gibt's Leute. Ja gut. Fangen wir mit...
Fangen wir mit rechts an, würde ich sagen. Dann gehen wir hier hin und basteln. Let's go. Zack. Ram. Oh, das war ein neuer? Okay. Und den haben wir schon? Wow, was? Was? Warte, was? Hab ich gerade einfach das... Was? Ich bin gerade verwirrt. Ich kann einfach Gemälde mitnehmen. Was? Okay, warte. Lol, ich kann einfach jedes einzelne Gemälde mitnehmen. Hier war noch eins, ne? Wow. Die sehen so cool aus. Gibt's kein Gemälde, ne? Okay. Boah, ist das cool. Vor allem, das war so ein Banjo-Kazooie-Soundeffekt, ne? Leute, da waren drei auf einmal. Cooles, cool Shuttle, by the way. Ja, das ist aber voll cool gemacht, die Mission. Crap. Mr. Crap. Okay, so, Steinchen. Das ist ja voll cool, was wir alle mit Gemälde sammeln müssen. Ich habe einfach random ein bisschen rumgeklickt. Ah, die beiden. Was war das? Bubble, ne? Ja, Bubble. Zack. Einfach nicht durch. Okay. Aber jetzt kommt nichts mehr Neues, ne? Ich hätte mich umbringen lassen können. Weil jetzt kommt nichts mehr Neues. Komm, drive einfach. Dann gucken wir kurz in die Bios. Was haben wir alles? Wir haben hier, fehlen uns noch... Ach so, das Intro! Da gibt's ja den Mayor und... Wer auch immer die beiden sind. Warte, das sind andere Leute hier, wo ich gerade bin. Okay, der ist neu. Okay, wusste ich nicht. Na gut, dann haben wir den jetzt. Bios. Wer auch immer das ist. Okay, das ist alles in dem anderen Ending. Ja gut, machen wir nochmal das Intro kurz. Dafür müssen wir ins Menü gehen, dann noch Play. Die können wir nicht anklicken. Da, okay. Skip. Okay, dann haben wir hier alles, ne? Alle Characters, soweit ich weiß, ja. Gut, hier oben gab's einen. Da. Immer noch, ich find's immer noch lustig. Okay, wo gab's noch einen? Hier gab's Leute. Hier gab's Leute. Die Flanke. Ah, da waren Gemälde. Da war dieses, SpongeBob-Gemälde, das kann ich doch bestimmt auch mitnehmen, oder? Oh, den auch noch mitnehmen. Super. Gehen wir nochmal zurück. Essen Käse. Oh Gott. Ich fühle mich jetzt schlecht, dass ich vorhin diese ganzen Bilder alle auf einmal genommen habe, weil jetzt können wir uns die nicht in Ruhe ansehen. Gibt es eigentlich so eine Art Collection oder so? Weil ich würde mir die gerne anschauen, die Gemälde. Na gut, ich glaube, hier haben wir alles. Ich glaube, die meisten sind alle hier. Kann ich die mitnehmen? Hier sind voll viele. Oder kann ich die nicht mitnehmen? Doch, jetzt kann ich sie mitnehmen. Zack, 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 zack. Nice, okay. Plane, zack. Habe ich schon. Tot. Zack. Ah, die waren aber noch ein Bild. Ups. Kann ich das nicht mitnehmen? Okay, zählt wohl nicht dazu. Alles klar. Okay. Aber hier im Retro Room, da gab's voll viele. Da gab's auch voll viele. Ja, ja, genau. Zack, zack. Hier ist eins. Okay. Zack, zack, zack. Nice. Zack. Machen wir den Mushroom. Leute, hier ist ein Sonic Ring. Oh yeah! Sorry, falls ich übrigens die Epic Szene vorhin richtig blöd gemacht habe, weil ich gerade über den geredet habe, weil er hat mich ein bisschen verwirrt. Okay, hab ihn. Gott. Krieg alle. Zack, zack, hier sind ein paar Bilder. Hier ist noch ein Bild. Hier war ein neuer. Somewhere in the Southwest Center for Chaos Containment. Zack. Sir. Hier sind keine Bilder. You might want to come look at this.
I'm getting chaos readings. Oh, das waren alle. Wow, cool. The Ledger. Oh my god. It's over 9. It's over 9. 1000. Also wenn man die Reference nicht checkt, ne, dann raus. Raus mit dir. Dann kennst du das Internet nicht. Okay. Dann, wir brauchen nur noch die Gemälde. Dann machen wir das Ending jetzt. Aber vielleicht gibt es ja noch Gemälde, die ich nicht habe. Und ich will jetzt lieber nochmal schnell alles anschauen. Mit dieser epischen Musik. Okay, wir brauchen nur noch Gemälde. Da ist eins. Wow, das ist. Wow, diese Stein fliegt sogar darunter. Muss man sich beeilen, das mitzunehmen. Ja gut, das Ending haben wir schon. Das finde ich ein bisschen blöd im Spiel, dass wenn man ein Ending erreicht und man hat das Ending aber schon, dass man es nicht skippen kann. Ich finde, das hätte man auch machen können. Ich finde auch allgemein blöd, dass die Skip-Buttons bei jeder Cutscene sofort da sind. Das nervt mich ein klein bisschen, muss ich sagen. Gut, BIOS haben wir jetzt wirklich alle. Yo, okay, die machen wir dann am Ende. Uns fehlt jetzt nur noch die ganzen Gemälde tatsächlich. Gut, hier haben wir alle. Ja, wird auch nicht mal angezeigt, das Bild. Lol. Gab's ein Gemälde noch? Hier gibt's noch ein paar. Einfach RAM und dann kriegt man hier noch ein paar. Geiles Heavy-Bild. Die sind cool. So. Oh, actually gab es noch mehr. Moment. Die habe ich gar nicht gesehen. Muss ich, wie gesagt, ich habe die jetzt gerade nachgeschaut. Das habe ich gesagt, aber ja, ich habe gerade nachgeschaut. Wenn man hier in den Raum schaut, dann waren noch welche. Oh, das waren alle. Nice. Correct, Sir. Achievement. Das ist wahrscheinlich eine der seltenen, weil ich glaube nicht, dass irgendwer freiwillig macht. Obwohl das eigentlich eine ziemlich coole Mission ist. Und das waren alles, ne? Alle Achievements. Wow. Nice. Alles klar, das war Stevie the Diamond und jetzt gibt's noch ein bisschen BIOS vorlesen. Woohoo! Mayor Frederickson, the underdog winner of last year's election. He's popular among the citizens because of his love for the arts. Das ist doch schön. Okay, Jeff Stickley. He enjoys his rooftop post. It gives him a chance to admire the stars. He considers himself an amateur astronomer. Okay. Astronomer, Astronomer, keine Ahnung. Hatten wir nicht einen Ted McAdams oder so? Ah, doch, hier haben wir einen Ted McAdams. The driver of the bank truck. Moment. Hä? Er ist hier? Okay. He quit working as an armored truck driver after a certain incident. Oh. Also, er hat seinen Partner vor und dachte sich, nee, kein Bock mehr, ich bin jetzt woanders Security. Ach, warte, er ist der Typ, der hier mit ihm geredet hat. Ah, alles klar. Jacob Rose, the museum's newest hire. He's still in training, so he's not allowed to work unsupervised quite yet. Alles klar. Cliff Knox, he picked up smoking, so he could take more breaks. Was ist das für ein Name, Cliff Knox? Conrad Connors, he got the job as a security guard because his friend hooked them up. They tend to work their shifts together. Also haben wir den wirklich einfach weggekickt? Billy Barnes usually manages to work the same shift as his friends. Zach Gnutt takes his job seriously. Some of his co-workers get annoyed with his constant use of the walkie-talkie. Okay. Himbert Schult works for the museum on a foreign exchange program. Nobody knows exactly which country he's from. Ja, Schult. Wegen dem Ü würde ich sagen Deutschland, aber Schult hört sich nicht nach einem deutschen Wort an, keine Ahnung. Billy Klutz, always looking for excuses to use his nightstick. He loves to show off his skills to his co-workers. Ah, das ist doch cool. Sam Turner, they love to garden. Aspect of security guard work. Actually dealing with burglars. Not so much. Warte, Sam Turner? Moment. Nee. Okay. Dann habe ich mich vertan. Weil sah ein bisschen ähnlich aus. Richard Wilkins. He's a hardworking fellow who always tries to do his best. He loves chocolate. Danke für die sehr wichtigen Inhalte hier. Todd Slimmons.
It's hard to work odd hours at the museum. Your sleep hours get all messed up. He's doing his best. Okay. Na gut, hin und wieder macht er seine Augen auf, also, ne? Rupert Pryor. Warte, wir hatten doch einen Rupert, komm, sag mir nichts. Wir hatten einen Rupert irgendwo. 100 pro. Ah, warte, Rupert ist er? Moment, der hat 8 Jahre hier gearbeitet. Und dann war er hier? His workplace suffered a huge embarrassment. He's determined to work extra hard now. Er hat in einem Gefängnis gearbeitet für 8 Jahre. Wir sind ausgebrochen und weil wir ausgebrochen sind, er es nicht verhindern konnte, arbeitet er jetzt im Museum. Leider konnte er bei unsere Flucht auch nicht verhindern. Oh Gott. Johnny Panzer, he's risen quickly through the ranks, and it's no surprise, his skills are well above average. Oh yeah, Johnny Panzer, jetzt im Kino. Jack Sheen, the only helicopter pilot on the force who can fly to the city and back in under 2 hours. Samuel Mundy, aka the sniper aus Team Fortress 2. He's not a crazed assassin, but he doesn't work for the police department either. Looks like he was hired for a job. Ah ja. James Lancelot frequently eats at those medieval restaurants. Claims his family used to be nobles way back then. Okay. Dave Panpa, warte. Nein. Dave Panpa, wir hatten hundertprozentig einen Dave Panpa. Da könnt ihr mir nichts sagen. Da, der ist es. Der neu war. Er ist auch jetzt hier. He was fired from his previous job for negligence. He bounced back quickly though and found a new job as a security guard. Ja, und dann sind wir gekommen. Finde ich aber gemein, dass der so böse zu ihm ist. Der Kurt Dietrich. Kurt Dietrich, this guy hates going to work. Not to mention they paired him with some annoying newbie. Gah! Joseph Joe. He may not look it, but he's a scrappy guy. He's not itching for fight, but you won't back down if challenged. Timothy Lewis. Goes by Tim. His work shift usually involves running a nightly patrol. Alexander Garb. He's scared of hates and birds. Oh no. Oh. Tony Franz. He's secretly in the mafia. He got placed here so that he could launder money. Warte. Er ist auch ein Dieb? Er ist undercover? LOL. Ja, nice. Clyde Jenkins. Geiler Name. A standard level employee at the Center of Chaos Containment. CCC protocol requires you to run action by a superior officer. Und dann Corporal Bill Bullitt, the person in charge at the Center of Chaos Containment Central Branch. He's pretty relaxed and trusts his agent to do their jobs well. Und das waren alle Bios in Stealing the Diamond. Ich würde sagen, wir haben einen guten Job gemacht heute, den Diamant zu stehlen. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit Infiltrating the Airship. Wir sehen uns. Haut rein und ciao, Leute.